Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Dad Video auf meinem Kanal. Vor längerer Zeit habe ich mal ein Video gemacht, Sonos versus Bose, als ich mir nämlich eine neue Anlage gekauft habe. Und damals habe ich eben untersucht, welche Lautsprecher für mich die geeigneten sind, welche gut klingen, welche meinen praktischen Notwendigkeiten am besten entsprechen. Und erfreulicherweise hat dieses Video und auch das, was ich danach gedreht habe, erfreulich viele Zuschauer interessiert. Deswegen freue ich mich besonders, dass ich heute die teuersten Lautsprecher meines Lebens zugeschickt bekommen habe, um mal auszuprobieren in diesem Video, lohnen sich Lautsprecher für mehrere tausend Euro. Dieses fette Paket hat mir die Firma GP Acoustics GmbH zugeschickt. Deswegen ist das hier auch ein Werbevideo und ich darf die mal ausprobieren. Das ist die LS50 Wireless 2. So ein Pärchen kostet 2500 Euro ungefähr. Und ja, also das Erste, was mir mal aufgefallen ist, dass die Dinger ganz schön schwer sind. Und jetzt packe ich mit euch zusammen mal diese Lautsprecher aus. Also gut verpackt sind sie auf jeden Fall. Kriegt die Schier nicht raus hier. So, und da haben wir noch ein schönes Accessory-Pack dabei. Daran sieht man schon mal, also batteriebetrieben sind sie nicht, sondern man schließt sie an den Strom an. Netzwerkkabel, Fernbedienung. Beigeliefert auch die Batterie. Ja, kann man bei 2500 Euro auch erwarten. Und die Lautsprecher selbst. Ich hätte die ja gerne in Rot gehabt, aber da sind sie gerade ausverkauft. Die sind überhaupt sehr beliebt, habe ich mir sagen lassen. So sieht so ein Ding also aus. Man kann damit, glaube ich, ganz gut trainieren. Ich schaue nochmal nach, aber so 10 Kilo, 8 Kilo würde ich mal schätzen. Ja, und jetzt schaue ich sie mir mal genauer an. Please remove this film before use. Okay. Hier seht ihr den Lautsprecher von vorne mit der Membran. Ganz interessant, mein Sohn Oskar, der ja 19 Jahre alt ist, fand das Design irgendwie amüsant. Und dabei ist mir erst aufgefallen, dass es eine Generation gibt, die gar nicht mehr diese normalen Lautsprecher kennt. Hier hinten dieses Horn und da unten dann die Anschlüsse, eben ein Netzwerkkabel zum zweiten Lautsprecher und Anschluss für einen Subwoofer, einen Service-USB-Anschluss, Pairing, Knopf und der Netzstecker. So, wie ihr jetzt sehen könnt, habe ich hier ein bisschen umgeräumt und mich für den Vergleich von zwei völlig unvergleichbaren Lautsprechern entschieden. Zum einen seht ihr hier die KEF LS50 Wireless 2 von GP Acoustics. Zum anderen meine Sonos Soundbar. Das hat aber insofern Sinn, weil das die Lautsprecher sind, auf denen ich normalerweise am häufigsten und am meisten Musik höre, außer wenn ich gerade Kopfhörer auf habe. Vielleicht gleich von Anfang an mal ein Wort an alle Hi-Fi-Freaks. Ich habe keine besondere Expertise. Das, was ich habe, sind zwei Ohren. Ich bin von Beruf Musiker, ich bin Dirigent. Das heißt, ich kann schon hören, wenn in einem Orchester von 50 Leuten vielleicht die zweite Oboe falsch spielt, dann höre ich das aus dem Gesamtklang heraus. Ich höre nicht, ob man bei 7,5 Kilohertz vielleicht um 4 dB absenken müsste oder im Bereich von 500 Hertz ein bisschen anheben müsste, um einen satteren Klang zu kriegen. Mir geht es um ganz praktische Dinge. Berührt es mich? Ich will auch nicht mein ganzes Haus umbauen und die Lautsprecher in die richtigen Idealpositionen bringen, nur damit ich hinterher einen guten Musikklang habe. Natürlich müsste man eigentlich von Langspielplatte, Vinyl und so weiter das testen. Und natürlich würde man eigentlich die natürlich nicht antreten lassen gegen eine Soundbar und gegen einen kleinen Mini-Kompakt-Lautsprecher, sondern gegen andere entsprechende Lautsprecher. Mir geht es darum, lohnen sich für mich Lautsprecher, die 2500 Euro kosten, gegen die Soundbar, die ich mir ausgewählt habe vor 2 Jahren, die immerhin 900 Euro kostet, was auch nicht wenig ist. Wie heute üblich habe ich zunächst mal eine App installiert. Das ging sehr schnell, die KEF Connect, dann die Lautsprecher angeschlossen und dann hatte ich zugegeben gleich mal Probleme mit dem WLAN hier. Also es ist mir nicht gelungen, beide Lautsprecher sofort auf Anhieb zu verbinden. Deswegen habe ich sie, wie ihr hinten seht, mit einem Netzwerkkabel miteinander verbunden. Und man kann dann eben über diese App auch Spotify öffnen und dann eben entsprechend aus den Plattformen auswählen, die ihr verwendet, um Musik zu hören. Das ist insofern ganz praktisch, weil ich werde heute 3 Sachen testen. Ein Song von mir selber, ein Song von meinem Bruder, der auch wunderschöne Musik macht, die ich selber produziert habe vor vielen Jahren.
und klassische Musik. Das sind drei sehr unterschiedliche Sachen. Was natürlich klar ist, ihr müsst euch praktisch auf das verlassen, was ich erzähle, denn die wirklichen Unterschiede werdet ihr in diesem Video nicht hören können. Das ist nun mal das Wesen. Ich kann euch nur sagen, wie für mich der Unterschied zwischen diesen Lautsprechern klingt. So, und ich fange an mit einer Aufnahme, die ich mal vor 15 Jahren vielleicht für meinen Bruder produziert habe. Ich liebe Balladen. Langsame Sachen sind auch ganz gut, um zu hören. Vielleicht heißt dieses Lied. Und ich fange mal an mit der Hörgewohnheit, die ich habe, nämlich mit der Sonos Soundbar. Gefällt mir immer noch gut, auch nach den vielen Jahren. Vielleicht wäre ich am Boden. Mal schauen, wie das auf den neuen Speaker klingt. Vielleicht auch unterwegs irgendwo sonst auf die. Vor meinem Zelt. Oh. An jeder Kreuzung. Habe es vielleicht gemerkt, das ist jetzt kein Scheiß. Das ist ein Lied, was emotional ist, auf jeden Fall. Und ich finde, dass es super schön klingt auf der Soundbar. Das ist das, wie ich das gewohnt bin. Es hat eine Breite, es hat einen Raum. Und wenn ich dann auf die Kev-Lautsprecher umschalte, dann ist es so, wie wenn es mich berührt. Also es ist plötzlich da und ich komme nicht mehr weg. Also da merke ich erst, dass die Soundbar ja einfach Distanz hat. Da ist da hinten dieser Raum, ich kann mir das anschauen, ich tue das nicht häufig, aber wie man Fernsehen schaut, und da weiß man, da hinten ist der Bildschirm, man ist nicht dabei, das ist der Unterschied zu Theater. Und plötzlich im Theater, man erlebt das, und das ist so auf den Kev-Lautsprechern, es kommt mir einfach näher. Ich versuche es mal mit einem neuen Stück von mir, was eher so ein bisschen rumpeliger ist, bevor wir dann im dritten Schritt zur Klassik kommen. Vielleicht wieder zuerst auf den Sonos und dann auf den Kev-Lautsprechern. Als ich geboren wurde, waren Fotos noch schwarz-weiß. Vom Fernseher ein Auto, das ist, was ich noch weiß. Ich habe eine lange Reise hinter mir. Da, wo ich herkomme, schreibt man noch Briefe auf Papier. Ich habe Bücher verschlungen, habe Liebe gesungen, habe Sprachen und Länder und Menschen durchdrungen. Ich habe Berge bestiegen, musste Ängste besiegen. Wenn okay, ich schalte mal um. Selten lieben geblieben. Wo ich herkomme, kenne ich mich aus. Viele kennen meinen Namen, ich bin da zu Haus. Ich lasse es zurück, lass alles hinter mir. Jetzt bin ich hier. Willkommen in Neuland. Ja gut, bei solcher Musik, naja, ich sag mal, durch die Sonos Soundbar wird es eher so ein bisschen räumlicher, ein bisschen verwaschener, obwohl es immer noch kristallin ist, ja. Also es klingt super. Auch hier, bei den Lautsprechern habe ich das Gefühl, ich muss zuhören. Ich muss auf den Text hören. Der ist da, der spricht mir ins Ohr. Ein bisschen finde ich es fast zu plakativ, zu weit vorne. Ja, also hier kann ich mich nicht so richtig entscheiden, bei dieser Art von Musik, die eher so Bass-Drum-lastig ist, was mir da besser gefällt. Na, dann dritte Disziplin, klassische Musik. Wie gesagt, ich habe immer mal wieder auch Orchester dirigiert. Insofern bin ich mal gespannt, wie die beiden Lautsprecher jetzt bei einem Mozart-Klavierkonzert abschneiden. So, ich beginne wieder mit der Sonos Soundbar. Und ich nehme gleich den dritten Satz. Wir haben das Pianokonzert Nummer 21, Köchelverzeichnis 467, mit Gesa Ander am Klavier. Klingt gut, ich schalte mal um. Also ich denke, bei dieser Art von Musik ist es eindeutig. Ich habe bei den Kev LS50 Wireless 2 praktisch genau das Gefühl, was ich habe, wenn ich am Dirigentenpult stehe.
das klingt wie in einem echten Raum und das andere klingt halt wie eine Aufnahme, wie eine gute Aufnahme. Tatsächlich, wenn ich viel Klassik höre, dann würde ich sagen, eindeutig würde ich das lieber auf den Kef machen. Wenn ich die Zeit hätte, die Ruhe hätte. Okay, lasst mich zusammenfassen, was mein Fazit ist nach diesem kurzen Test und diesem kurzen Vergleich zwischen der Sonos Soundbar und von GP Acoustics, dem Kef LS50 Wireless 2. Ich denke, für das meiste, was ich so an Musik konsumiere, ist die Sonos Soundbar absolut ausreichend. Sie ist ja mit 900 Euro jetzt auch nicht wirklich wahnsinnig billig. Als Musiker und als Mensch, der gerade jetzt auch in der Corona-Zeit darunter leidet, dass es viele Leute gibt, die gar nicht zu unterscheiden wissen zwischen Dingen, die echt in Nähe und ohne Abstand, ohne Maske, ohne digitale Verfremdung und ohne Bildschirm zwischenmenschlich passieren. Als ein solcher Mensch muss ich sagen, sind die LS50 Wireless 2 natürlich vom Klang her viel mehr in meiner Philosophie. Sie machen ein Musikerlebnis möglich, das ich tatsächlich so noch gar nicht unbedingt gekannt habe. Und das sage ich jetzt nicht, weil das ein Werbevideo ist und ich die kostenlos zur Verfügung gestellt bekommen habe, beziehungsweise auch für die Produktion dieses Videos ein Honorar bekommen. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie mir wirklich kaufen würde. Ich glaube, das hat was damit zu tun, ob ich in meinem Leben die Ruhe finden würde, solche Musik dann auch zu hören, mich auch hinzusetzen und klassische Musik zu hören. Das habe ich bisher immer nur geschafft, wenn ich ins Konzert gegangen bin. Wenn ich in der Lage dazu wäre, das in meinem Leben zu integrieren, dass ich mir die Zeit nehme, Musik zu genießen, dann würde ich sagen, sind diese Boxen wirklich absolut ein Gewinn und unvergleichlich auch besser als die Sonos Soundbar. Das ist überhaupt keine Frage. Wenn man ab und zu mal, um die Stimmung aufzuhellen, ein bisschen Musik hört oder die Popsongs, die man so am liebsten mag oder die Playlists und auch gar nicht so genau weiß, was man da hört, würde ich mal sagen, ist man mit einer Sonos Soundbar auch gut aufgehoben und hat eigentlich einen ordentlichen, ansprechenden Klang. Das Preis-Leistungs-Verhältnis von den Kef-Lautsprechern kann ich wirklich nicht beurteilen, weil ich mich einfach in diesem Premium-Bereich noch nie bewegt habe. Ganz herzlichen Dank an GP Acoustics, dass sie mir diese Boxen zur Verfügung gestellt haben. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Freude daran, zu erleben, wie ich auf diese beiden verschiedene Lautsprecher unterschiedlich reagiere. Wenn ja, dann kommentiert gerne da unten, lasst mir ein Like und ein Abo da und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Da geht es wahrscheinlich wieder um Elektromobilität oder um Solaranlagen. Bis dahin, euer Diesel Dad.